Howdy Leute, es ist Xur-Tag und zwar steht Xur auf dem Turm im Hangar und ich mache kein Clickbait, nein, er hat nämlich heute nicht so geile Godwalls dabei, wie gefühlt jeder zweite YouTuber sagt. Die Huckleberry. Bullenreiten, erhöhte Feuerrate und stärkerer Rückschuss, wenn der Abzug gehalten wird. Kills mit dieser Waffe laden einen Teil des Magazins nach. Geile Symbiose, ihr habt einen Perk, der euch Damage gibt, den ihr nur dreimal stacken könnt mit Toben. Und ihr habt einen Perk, der euch das Magazin nachlädt durch Kills. Das heißt, eine optimale Symbiose. Magazin immer schön wieder voll machen, Damage-Buff aufrechterhalten. Geil für PvE, ist jetzt keine Meta-Waffe, aber durchaus witzig. PvP wurde es auch mal ein paar Mal gespielt, aber da würde ich jetzt irgendwie eine Multi mach oder Shaouya, wie auch immer nehmen. So, Raiden Flux, Synapsenverbindung. Schnelle Angriffe in Folge mit dem Akkustab erhöhen die Schadenswirkung und Dauer. Das heißt, ihr kloppt irgendwo auf dem Boss rum mit eurer Super, die wird dadurch gebufft, weil ihr bekommt dann mehr Damage. Ist mal irgendwann genervt worden, war früher ein bisschen krasser. Kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn man es nicht hat. Stats sind natürlich so, lala. Aber definitiv nicht schlecht für PvE. Für PvP sehe ich jetzt keinen Nutzen da. Weil, aber sowieso, Jäger spielen ja eh nur Stompies. Also von daher ist es eh egal. Eine unüberwindbare Schädelfeste. Transfusionsmatrix. Kills mit dieser Arkus-Nahkampffähigkeiten lösen Gesundheitsregeneration aus und stellen Nahkampfenergie wieder her. Die kann man sich auf jeden Fall mal holen. So 20 Stärke habt ihr drauf, ist jetzt auch nicht so schlecht, auch wenn der Rest eigentlich Müll verteilt ist. Aber ihr macht eure Melees, dadurch bekommt ihr dann halt Leben wiederhergestellt, was als Zeiten ganz gut ist, wenn ihr mal irgendwie Solo und Dungeon laufen wollt oder so. Da gibt es ein paar Builds, die kann man damit schon durchaus bauen, weil mit dem Titan ist natürlich immer die Frage, wo kommen die Heals her? Da ist man halt auf Exos oder Perks angewiesen. Kann man sich auf jeden Fall mal holen. Apotheose-Schleier, da sage ich mal gar nichts zu, das Ding ist einfach Kernschrott. Da braucht, lasst euch da auch gar nichts erzählen, das Ding ist irgendwie, ja, könnte man dies und hier und ja, ist ja ein Support-Item. Nein, das Ding ist scheiße, brauchen wir gar nicht weiter drüber gucken. So, düsteres Versprechen, auch da gefühlt jeder Zweite sagt, boah, krasser Wall. Nein, so krass ist der Wall jetzt auch nicht. Man kann die sicherlich spielen, wenn man keine hat, aber es gibt durchaus einige bessere Walls. Auch hier Enigma-Zug, was ich da gesehen habe. Erster Schuss will ich auf einer Pistole jetzt nicht gerade haben. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Meine Ansicht nach Müll. Genauso wie das Automatikgewehr, genauso wie das Scharfschützengewehr mit keiner Ablenkung, Atemkontrolle. Genauso wie die Workaholic, die geht sogar noch, wenn ihr keine habt. Ihr habt einen Selbstladehalter drauf, ihr habt Demolierer drauf. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr da noch keine andere habt oder sowas, könntet ihr die durchaus mitnehmen. Slugs werden aber genervt. Von daher, ja. Auch das Schwert ist Müll. Und das Einzige, was einigermaßen gut ist, ist die Totenklage. Da habt ihr nämlich Prallgeschosse drauf, Panzerbrechengeschosse, Schnelltreffer und umzingelt und Nachladetempo, was auf einer Pistole eigentlich auch ganz nice ist. Die könnte man noch nehmen für PvE. Oder durchaus auch für PvP, wer da mal Lust drauf hat. Aber sonst, der Rest ist wirklich Müll. So, Titan hat dann noch, ich glaube, es sind die Stiefel, da der exotische Code, denkt dran, war für euer Exo-Kiosk, wenn euch da noch Sachen fehlen. Titan ist ein Item mit 64er Gesamtstats, aber alles so ausgeglichen verteilt. Also wenn ihr da Wert drauf legt, könnt ihr da mal gucken. Aber sonst ist da jetzt nichts Tolles dabei. Lasst euch das nicht erzählen. Ich habe gesehen, jeder zweite, oh, heute Gott, wo wieder hier, oh, kauft das und sowas. Und ja, nee, Alter, ehrlich, ohne Witz, das ist eigentlich heute ist fast nur Müll. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, so, wir streamen jetzt gleich Twitch Helpline für Spitzenreiter etc. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!